Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen, ich freue mich natürlich, dass ihr am Start seid und heute spielen wir TFT, ein bisschen TFT, schadet nie, ich bin Gold 1 und wenn wir dieses Game gewinnen sollten, ist natürlich ein Ranked, werden wir Platin sein, ja, die Frage ist natürlich, was spielen wir diese Runde, was sollte man spielen, was könnte man spielen, grundsätzlich, ich fange immer mit dem Bogen an, ich muss sagen, im Moment, Rapid Fire ist einfach unglaublich stark. Denn, also zumindest im Late Game vor allem. Und man hat einfach diese sofortige Attack Speed von 20%, beziehungsweise bei Rapid Fire sind es 40%. Bei Rageblade, muss ich sagen, baue ich in letzter Zeit echt nicht mehr so gerne. Weil da muss die Einheit immer übers Board laufen und du musst das halt erstmal langsam hochstacken. Ne? In der Zeit kannst du mit Rapid Fire machen. So, wir verkaufen immer die Unit am Anfang, haben wir ein bisschen mehr Geld. Die Frage ist, was spielen wir? Also ich spiele sehr gerne Brawler, muss ich sagen. Nicht unbedingt mit Volley Carry, auch mit Volley Carry, aber Brawler mochte ich einfach schon immer gerne. Auch vorm Volley-Brawler-Hype, muss ich sagen. Ansonsten, klar, wenn wir jetzt unbedingt gewinnen wollen würden, wäre Assassins natürlich der Way to go. Draven spiele ich ganz gerne natürlich auch. Da gibt es auch nicht so viele Alternativen. Ich muss persönlich sagen, ich spiele fast gar keine Magier mehr. Also wirklich fast über... Ich spiele es überhaupt nicht, also wirklich. Ab und zu mal ein Brand mit Swain zusammen oder so, für Demon, dies, das, aber... Magier ist für mich eigentlich, ja, ich würde sagen, zu einfach zu countern. Zum einen durch den Dragon Buff und zum anderen auch einfach durch Doppelmagieresistenz, ne? Doppelmagieresistenz auf Draven, zack, ist das Ding durch, ne? Ja, also ich würde sagen, oh Leute, ich hatte letztens einen Turbolution. Das wäre auch geil, da würde ich mich auch sehen. So, lasst uns überlegen und gucken. Lasst uns überlegen und gucken. Wir haben Kha'Zix. Die Frage ist, wollen wir wirklich auf Assassinen gehen? Ich hasse Assassinen-Spieler. Die Frage ist halt, manchmal will man gewinnen, aber nee, komm. Machen wir nicht. Wir sind ehrenvoller Spieler, wir machen das nicht. Wir kaufen uns einmal Braum. Denn bist du Braum, kriegst du Frauen. So. Braum ist meiner Meinung nach auch ziemlich stark. Auch gegen Assassins sehr, sehr gut tatsächlich. Denn wenn du ihn Fulltank machst, der ist unsterblich. Der ist wirklich unsterblich. So. Also was wir brauchen, ist natürlich noch ein zweiter Bogen. Und dann einfach gucken, was wir so spielen, ne? Glacial spiele ich natürlich auch ganz gerne. Klar, Glacial, Brawler, Imperial. Eigentlich bin ich so, was das angeht, relativ offen, hätte ich gesagt. Hier haben wir einen, den. Hier haben wir noch einen Blitz. Packen wir mal den Blitz drauf. Da haben wir schon mal Brawler-Bonus. Hier ist ein Pike. Pike ist natürlich nie schlecht. Allerdings ist Darius auch cool. Vor allem, weil wir vielleicht mal vielleicht in Richtung Draven gehen wollen. Niederle, Schmiederle. Weiß ich nicht. Tipp an euch, Leute, übrigens. Es gibt so viele Leute, die direkt alle ihre Items ausbauen. Wenn ihr die richtigen Items habt, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Bogen hätte, klar, könnt ihr sofort eine Rapid Fire kaufen. Aber macht das nicht, Leute. Es gibt Leute, die bauen dann direkt hier Zephyr oder bauen hier direkt eine Hydra oder sowas. Na, man kann bestimmt hier rumgehen. Ich meine, jetzt langsam in Gold 1. Sind die Leute so weit, dass sie es gecheckt haben, dass man sowas nicht macht? Na, hier Rageplay ist natürlich fein. Aber es gibt immer Leute, die einfach direkt alle Items ausbauen. Das ist einfach Quatsch. Na, solltet ihr nicht machen. Eine Runde zu verlieren, gerade im Early Game, ist nicht so schlimm. Und ganz ehrlich, selbst eine Titanic oder was auch immer hätte mich jetzt hier nicht gerettet vor so einem Garen. Kriegen nur zwei, drei Schaden. Drei, vier? Zwei? Nur zwei? Ne, vier. So, was haben wir? Ja, schreit ein bisschen nach Assassins. Wir nehmen auf jeden Fall einfach mal Zed mit. Ich werde nicht, wahrscheinlich nicht Assassins spielen, aber wir nehmen Zed mit. Wir nehmen mal den Waldwick mit. Den Waldwick. Und den nehmen wir mit. Zed ist als einzelne Einheit eigentlich ganz gut, weil er ja direkt ein bisschen mehr Damage bekommt. Außerdem, wenn ich jetzt Zed nehme, dann nehme ich natürlich diese Assassinen den anderen Spieler weg. Natürlich, ne? Es gibt bestimmt hier welche. Er will Zed haben. Ne, er hier hatte auch schon wieder da Kha'Zix und Assassinen stehen. Das heißt, die ganzen Dudes, die jetzt Zed haben wollen, habe ich jetzt einen weggenommen. Der ist jetzt nicht mehr im Pool drin. Damit mache ich denen das ein bisschen schwieriger. Vielleicht wollen die dadurch ein bisschen mehr Geld rein. Na. So, Morgana wird jetzt alle treffen und wird mich dadurch killen. GG. Wobei, Waldwick. Do it. Nice, sehr gut. Nerexai wurde auch gebufft. Achso, ja, eigentlich die Meten. Aktuell die Meten. Assassinen spielen alle. Aatrox spielen Turbo viele. Und einige... Oh Gott, das wird knapp werden. Und einige spielen dann Volley. Das sind so das, was meistens gespielt wird.
Ich hatte letztens jemanden, der hat Chivana gespielt. Oh Gott, wir haben beide verloren. Der hat Chivana gespielt mit Varmox, dem Dragon Buff, einem Phantom Dancer und einer Thornmail. Die war unsterblich. Die war einfach unsterblich. Sehr gut, Lucian. So, den können wir so aufs Board mit draufpacken. Wir haben einmal Ninja, zweimal Brawler und einmal Robot. Im Early Game, für alle, die aber nicht wissen, ja, was solltet ihr spielen, Leute? Ganz ehrlich, spielt einfach Silber-Units, Stufe 2-Units. Es ist im Prinzip legit fast egal. Den tun wir mal hier hin, hoffen, dass kein Assassine da ist, wobei da waren ja viele. Es ist im Prinzip legit fast egal, was ihr spielt. Hauptsache, ihr habt erstmal Stufe 2-Einheiten, ne? Klar, Brawler, wenn ihr wirklich was machen wollt, Brawler, zum Beispiel Warwick plus Nidalee, Stufe 2 sind sehr, sehr gut. Was natürlich sehr, sehr gut ist, ist ebenfalls Darius plus Garen. Das ist wahrscheinlich das beste Early Game. Oder was ihr auch machen könntet, wäre Noble, klar. Bei Noble ist aber das Problem, dass da sehr oft Vayne mit drin ist. Die ist nicht so krass ohne Items. Und dann ist da auch noch sehr oft Fiora dabei. Die ist halt auch mit Items nicht gut. So, wir sind in der Mitte. Das ist eigentlich ganz okay. Wir brauchen einen Bogen. Davon sind zwei dabei. Würde ich mich auf jeden Fall sehen. Alternativ würde ich ein Schwert nehmen. Oder eine Träne. Wobei Träne, wahrscheinlich Schwert. Also ich denke, wir kriegen hier den Bogen. Sieht gut aus, der kommt zu uns. Außer, ah, oh, tu nicht. Komm, lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus. Oh Mann. Mach nicht den jetzt. Oh, nice, okay. Wir haben den Bogen, das heißt, wir haben eine rapide Fire Kanone. Rapida, 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 rapida. Mwah. Très bien. Très und bien. Sehr schön. Frage natürlich. Wem geben wir die? Na? Ich bin bekannt als Quickseller, das heißt, wenn wir die Rapid Fire jemanden geben, dann jemanden, wo ich weiß, dass ich diese Einheit nicht spielen werde. Das klingt irgendwie verrückt. Hä, Tobi, was erzählst du da? Der Grund ist folgender. Ich weiß es überhaupt noch nicht, ist das Problem. Wir können es aber erstmal ihm geben, tatsächlich. Der Grund ist folgender. Wenn ich das jetzt, nehmen wir an, Lucian gebe. Lucian mit Rapid wäre eigentlich auch actually interessant, fällt mir gerade ein. Aber wenn ich das jetzt eine Einheit gebe, die ich im Late Game halten möchte, ja, sagen wir, ich möchte irgendwas mit Wild spielen, ich gebe das jetzt Warwick oder so, dann grade ich den immer weiter auf und ich kriege diese Rapid Fire nie wieder. Die ist auf ihm gefangen, ne? Deswegen gebe ich das irgendeine Einheit, hier den Varus Stufe 1, den werde ich wahrscheinlich eh verkaufen. Auf Lucian? Ich glaube, wir geben das jetzt direkt mal Lucian. Ich bin mir halt noch nicht sicher bei Lucian, ne? Weil, zum Beispiel, es könnte... Oh Gott, der Pfeil auf die falsche Person geschossen. Es könnte die Möglichkeit geben, dass wir einen Turbo Lucian spielen. Sage ich jetzt einfach mal. Dass wir jetzt 20 Lucians bekommen. Alter, ich krieg so viele Kha'Zix, ne? Dass wir jetzt 20 Lucians bekommen. Wir probieren es einfach mal aus, würde ich sagen. Na, man muss ja auch Dinge ausprobieren. Ich hätte sogar Zed jetzt gegeben, aber wir probieren es einfach mal aus und gucken, wie das aussieht, ne? Weil Lucian hat ja meistens relativ wenig Reichweite und dadurch sackt das immer ein bisschen. Ah, noch besseres Beispiel, Nidalee. Normalerweise hätte man das Nidalee gegeben. Und im Late Game kriegst du dann aber einen Draven und dann hast du eine Gold-Nidalee mit Rapid Fire und einen Draven. Du willst die Rapid Fire eigentlich auf Draven haben, aber es gefangen auf Nidalee. So, wir müssen jetzt auf 20 Gold kommen. Auf 10 meine ich. Der kommt weg. Der kommt da hin. Der kommt hier hin. Der kommt weg. Vielleicht gewinnen wir ja. Wo ist mein Lucian? Macht der hier Arbeit oder nicht? Er hat sehr viel Reichweite. Das ist echt nicht schlecht auf ihm, weil manchmal dasht er und kann nicht schießen. Weil er dasht out of range und dann ist das weg. Dann kriege ich auch keinen Boni. Kein Bonnie. Kein Bonus. So, hier haben wir noch einen Garen. Den habe ich aber... Erst auf Stufe 1. So, Blitz. Blitz ist sehr nervig. Assassin müsst ihr hier hinstellen, damit er dahin springt. Blitz ist nervig. Deswegen machen wir Rek'Sai drauf. Packen ein Level hoch. Und wen tun wir rein? Noch eine Rek'Sai. Ha, da ist noch ein Blitz. Die Frage ist, wen verkaufen wir? Braum? Warwick? Warwick werden wir eh nicht auf 3. Ich geh nie Stufe 3. Wobei, die Möglichkeit ist gar nicht so. Bei Warwick, wenn ich Brawler gehe, geht es sogar eventuell. Aber guck mal. Man muss auch eigentlich immer so ein bisschen gucken, was die Gegner machen. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Geil, 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 geil. Geil, geil, geil. Dann können wir sogar noch das hier kaufen.
Ist schön. Wobei, sind wir ehrlich, ich hätte lieber ein Item gehabt als 5 oder 6 Gold, weil ein Item ist meiner Meinung nach so locker. Ich weiß nicht, kommt aus Item an, aber so 20 Gold oder so, hätte ich gesagt. Also, es gibt Runden, wo ich sagen würde, ich würde 20 Gold für ein Item bezahlen. So, wir müssen natürlich gucken, was die anderen machen. Er sammelt Brawler, ein bisschen Glacial vielleicht. Alles sammelt er aktuell einfach gefühlt. Rek'Sai, sehr schön. Das heißt, wir haben Rek'Sai hier, wir haben ihn. So. Wir haben noch einen Platz frei. Blitzcrank ist immer gut. Dann grabt er einen. Darius. Nevermind. Ne, ihr seht, was haben wir? Brawler Ninja. Ist nicht viel, aber wir sind relativ gut dabei. Aktuell noch, weil wir einfach gute Einheiten. Also was heißt gute Einheiten? Wir haben geupgradete Einheiten einfach, ne? Wir können jetzt auch diesen Gürtel jemanden geben. Zum Beispiel Zed. Den werden wir wahrscheinlich verkaufen. Deswegen kann ich ihm das geben. Bei den anderen Einheiten bin ich mir noch unsicher, ob wir die verkaufen. Deswegen... Ich weiß noch nicht, was ich gehe. Es könnte sein, dass wir Brawler gehen. Es könnte sein, dass wir einen Draven spielen. Deswegen gebe ich auch dem Darius lieber nichts. Aber ohne Witz, Lucian ist so stark. Ich schwöre. Er ist so gut. Also wirklich. Der wurde ja auch ein bisschen gebufft. Aber so gut. Gibt dem noch einen Rabadons, einen Infinity Edge oder Doppelträne. Wenn ihr einem Doppelträne gibt, kann er die ganze Zeit springen. So, hier ist noch einer. Da sag ich nicht nein. Da ist auch eine Lulu. Die können wir mal mitnehmen. Ja, wir sind Pärchensammler, Leute. Na, ich sammle die Pärchens. Sollen wir die irgendwie umstellen? Eigentlich nicht. Wir können tatsächlich, falls ein Assassin-Spieler kommt, können wir das so machen. Dann springt der Assassin nämlich hier drauf. Vermutlich. Potenziell. So, er hat Rageplay duschen. Zum Beispiel jetzt der Vergleich. Er fängt mit 20 Attack Speed an und baut jetzt 4% auf. Und er fängt direkt mit 40 an und schießt hier die ganze Zeit wie wild. Und das ist natürlich die Frage, wenn es lange geht, okay, cool. Aber bei ihm, sein Lucian ist jetzt zum Beispiel tot. Deswegen muss ich sagen, in letzter Zeit spiele ich lieber Rapid Fire. Rageblade. Natürlich, klar, wenn du noch so ein Brand hast oder so. Komm schon, du musst sie töten, bevor du gleich geschrumpft wirst. Dann ist nämlich RIP. Bitte nicht schrumpfen. Oder wenigstens schießen und schrumpfen. Ja, ich sehe nicht. Er ist geschrumpft. Nice. Also, wenn du natürlich jetzt so ein Brand spielst, ein Aurelion, für die wird sogar Rageblade ziemlich gut, weil... Ups. Weil das so ist. So, wir gehen jetzt. Wir versuchen jetzt die Winstreak aufzubauen, Leute. Das heißt, wir cashen jetzt rein. Setzen ihn drauf. Jetzt haben wir ein richtig toughes Board, Leute. Wir haben jetzt hier Brawler. Wir haben Knight und einen relativ guten Schützen hinten. Garen werde ich auf Garantie verkaufen. Deswegen geben wir ihm das. Wir nehmen mal den Zed mit. Und den Darius. Wie gesagt, ne, Zed werde ich wahrscheinlich verkaufen. Aber ich will allen anderen Assassin-Spielern so... Alle wollen Zed haben. Zed Stufe 3 ist echt gut. Und wir können hier... Er sammelt Zed. Ja, jetzt kann man es schlecht durchkriegen. Er sammelt Zed, ne? Und das fehlt denen. Und das ist nämlich immer das Schwierige. Die ganzen Ninjas... Also so schwer ist es nicht. Aber die Ninjas erstmal auf Stufe 2 zu kriegen. So. Geil. Geil, geil. Guck mal, er war sogar auch Level 6. Ich habe ihm richtig gegeben. Richtig gegeben. Klar haben wir jetzt nicht ganz viel Gold wie er, aber wir haben jetzt ein Gold durch den Win bekommen. So, jetzt müssen wir kurz gucken. Wir sind lila, ihr könnt an eurer Farbe sehen. Okay, wir sind hier unten oder hier. Das ist beides lila. Wir sind allerdings erst, deswegen... Was bräuchten wir? Wir haben einen Gürtel und das. Also eigentlich bräuchten wir alles. Falls wir für Turbolution gehen, wäre eine Träne gut. Ein Schwert wäre sehr, sehr gut. Ein Schwert wäre sogar perfekt. Falls ich kein Schwert bekomme, würde ich vielleicht noch mehr Attack-Speed nehmen. Wir könnten auch Volley nehmen. Wisst aber nicht genau, was wir mit Volley machen. Das Schwert wäre legit perfekt, aber es läuft genau vor mir weg. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Die Frage ist natürlich jetzt, geben wir das Lucian? Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich werde ich auch Lucian verkaufen, aber es ist noch nicht 100% sicher. Ich muss sagen, letzte Zeit finde ich den echt nicht schlecht, den Boy. Das heißt, und ich weiß halt nicht, ob ich in Schwerbahn so ein Sojourn könnte zum Beispiel gehen. So, hier haben wir nochmal Garen. Garen brauchen wir nicht, weil den werden wir nicht auf 3 gehen. Fiora. Garen. Zed Darius. Kommen wir auf 30 Gold. 24, 26. 28. Potenziell. Will ich das? Ja, Lulu, wie hoch ist die Chance, dass ich Lulu spiele? Sehr gering. Braum.
Braum würde ich, glaube ich, schon gerne spielen. Aber die meisten Leute sammeln Braum auch nicht. Ach komm, scheiß auf das eine Gold, oder? Scheiß mir drauf. 28, 29. Erstmal gucken, ob wir gewinnen. Das wäre wichtig. Ja. Das heißt, ich krieg eh nie Leute auf 3. Komm, passt. Ne? Auf 3, ich bin kein 3-Spieler, Leute. Bin ich einfach nicht. Ihr könnt mich auch nicht in diese Rolle drücken. Ich bin kein 3-Spieler. Wir können uns allerdings überlegen, ob wir richtig dick reincashen. Wir kriegen jetzt plus 2. Ich glaube, unser Board, das war schon knapp gerade, ne? Wir könnten halt überlegen, hey, wir gehen fürs Level Up, um die Winstreak zu halten, beziehungsweise sogar auszubauen. Allerdings sind wir gerade erst so bei der 5. Das heißt, bis zur 8 ist noch ein bisschen. Und selbst wenn ich jetzt hochlevel, habe ich nichts, was wirklich super geil aufs Board noch kann. Da fehlt einfach was. Wir müssen aber unbedingt gewinnen, damit wir jetzt 40 Gold kommen. So, er hat nicht viel, allerdings diesen Silence Aatrox. Peng, peng. 208, Alter. Und er hat das Solari, ne? Aatrox, wie gesagt, spielen sehr, sehr viele. Ob Silence Aatrox jetzt der Way to go ist, weiß ich nicht. Sollten wir schaffen. Sollten wir schaffen. Bei mir ist oft das Problem, das kann ich jetzt schon mal ankündigen, das kann nämlich auch diese Runde passieren, dass ich den Übergang nicht schaffe. Ich habe manchmal ein sehr, sehr gutes Early Game, aber dann droppe ich irgendwann und schaffe den Übergang ins Late Game nicht. Und irgendwann verliere ich, also ich baue eine gute Winstreak auf, bin Erster und dann spare ich die ganze Zeit Geld, 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 habe hier so richtig viel Cash in der Tasche. Ja, und irgendwann sind einfach, ist vorbei. Irgendwann ist einfach vorbei und alle rennen an mir vorbei. Den brauchen wir nicht. Tivis' Fate finde ich nicht gut. Den verkaufen wir jetzt extra. Varus können wir mal nehmen. Damit die anderen den vielleicht nicht kriegen, während sie ihn suchen. Wobei das auch immer so eine Sache ist, ne? Also da kann man halt argumentieren, wenn man möchte. Ich habe jetzt den Varus weggenommen. Das heißt, Leute, die Varus suchen, finden ihn nicht ganz so gut. Aber Leute, die was anderes suchen, finden ihre Sachen besser, weil Varus nicht kommt. Ja, dann kommt da, ah, scheiße, Varus will ich ja gar nicht, ne? Sondern kommt direkt die Einheit, die sie wollen. Okay, Rüstung, Set, Blitz. Das heißt, jetzt gehen wir fürs Level Up. Wir wollen die Winstreak halten. Packen Blitz drauf. Bam. Den können wir auch eigentlich in die Ecke packen, oder? Dann graben die sich gegenseitig. Ist ganz okay. So, was machen wir jetzt hier? Weg, weg. 30 Gold. Attack Speed. Das wäre Crit. Wäre actually broken. Das Problem ist, der erste Schuss macht AD Damage, der zweite macht AP Schaden. Kann der zweite denn auch critten? Ich meine, es ist ein Schuss. Er skaliert halt nur mit AP. Könnte broken sein. Eigentlich, wenn einer Pendulancer baut, dann countert er den komplett raus. Und das Item will ich, glaube ich, auch nicht. Wir könnten ihm einen Blutdürster geben. Allerdings hat er gerade meine Magieresistenz. Wir könnten auch Noble bauen. Allerdings fehlt mir dazu eine Noble. Leona wäre cool. Leona Braum. Sie, guck mal, wir haben aber, ne, wir haben super viele Tanks und einen guten Damage Dealer hinten. Das passt komplett locker. Das passt richtig locker rein. 7er Winstreak. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Man könnte jetzt sogar fast schon sagen, man geht direkt für die nächste Level, weil wir halt jede Runde gleich plus 3 Gold bekommen, falls wir es schaffen. Frage ist nur wieder, wenn ich jetzt fürs Level abgehen würde und wir dann verlieren, wäre GG, ne? Dann sind wir pleite mit einem hohen Level, was okay ist, aber wir sind pleite. Ich glaube, wir stellen Lucian mal hier hin. So. Ich glaube, das ist sogar noch ein bisschen besser. Weil hier oben, wenn da einer direkt spawnt, dann, ne, RIP. Wie weit kann er direkt von hier schießen? Ja, oder? Er hat ja zwar eine Rapid Fire, aber er hat, glaube ich, nicht, es verdoppelt ja nur oder so. Und er hat ja nicht so viel Range. Ja, er springt direkt mal in den Nahkampf. Man kennt ihn, der Melee Lucian. Aber übel gut. Übel gut. Spiel ich jetzt auch das erste Mal. Ich bin positiv gegettet. Positiv gegettet. Ja, die Frage ist halt, was wir mit diesen Items machen. Eine Thornmail liegt hier. Bogen würde ich mir noch aufsparen. Eine Thornmail. Ich weiß nicht, du. Ich weiß nicht. Swain klingt erotisch, wollte ich sagen. Und habe ich auch gesagt. Jetzt könnten wir zum Beispiel fürs Level gehen. Das machen wir auch. Das machen wir auch. Wir gehen jetzt fürs Level. Wir sind jetzt Turbo-Pleite. Warwick kriegen wir jetzt eh nicht mehr. So. Wir sind Turbo-Pleite, aber wir haben jetzt ein super krasses Board und die Einheit ist, ja, also ich glaube, Swain ist halt die beste Legendary-Einheit. Wir könnten sie tanky machen mit ein bisschen Armor, ein bisschen Amore.
Aber ich glaube, Z müssen wir als nächstes austauschen. Wir könnten, müssen mal gleich mal gucken, wer wie viel Damage macht. Guck mal, er hat, achso, da ist gar kein Gegner, schon einer raus. Aber er hat 1, 2, 3, keine Ahnung. Er hat da alles auf seiner Lulu. Ich glaube, das wird nichts. Ach, das ist der Spieler mit dieser Tristana da. Naja, jetzt, wir kriegen jetzt, wir haben nur ein Gold. Hier, 10. Aber wir kriegen halt plus 3. Das ist so, als wären wir hier und kriegen für den Win nochmal ein. Das heißt, wir kriegen so viel wie ein Spieler mit vollem Gold. Während wir gleichzeitig kein Leben verlieren und die Chance auf Legendaries haben. GG. GG. Da ist ein Swain. Eigentlich, das Problem ist, wir müssen jetzt langsam mal was bauen, weil ich werde jetzt langsam droppen. Wir müssen jetzt langsam mal was bauen zum Carryen. Ich weiß auch eventuell was, in was wir transitionieren können. Aber noch nicht sicher. Nehmen wir einfach nochmal das Attack Speed hier mit. Eigentlich wollte ich einen Gürtel haben, aber RIP. Na gut, nun. Nun. Es wird der Moment kommen, wo ich dann einmal eine Runde verliere und dann wieder und dann wieder und dann wieder, weil ich einfach nichts habe. So, wir könnten jetzt 4er Brawler draufpacken. Das ist sehr gut. Das heißt, ich bin bekannter Quicksailer. Ihr wisst es. Ich bin bekannt dafür. Zed, verpiss dich. Tschüss. So. Ja. Tschüss. Ich war kurz davor, Rapid Fire Garen zu machen. Aber zwar erst Level 6, wir sind 8, wir sind 2 Level über ihm. Die Chance, dass wir das gewinnen, ist sehr hoch. Allerdings ist ein Assassin-Spieler und mein Lucian ist noch nicht so on fire gerade und wird eventuell gleich sterben. Assassin-Spieler, Leute. Ich meine, klar, ne, jetzt ist der Moment, den ich auch so ein bisschen gecallt habe, aber Assassin-Spieler. Es ist jetzt nicht so, als hätte der übel viel Geld reingecashed, ne? Er hat noch viel Geld gehabt. Assassins sind schwieriges Land. So, Ash. Ash ist cool. Vielleicht müssen wir jetzt langsam auch mal anfangen zu rollen. Vielleicht ist der Moment jetzt mal gekommen. Ein bisschen rollen hat noch nie geschadet. Okay, ich würde sagen, ja, wir dürfen jetzt auch nicht Turbo rollen, aber ich dachte, ich krieg jetzt... Ich glaube, wir verlieren auch nicht gegen alle, aber die Chance, dass wir nochmal gegen den kommen, ist natürlich relativ hoch. Hier ist wieder, ist das derselbe? Pinguin, ne, ist auch Assassin, Assassin Elementalist, ist auch sehr stark. Werden wir auch verlieren. Na, jetzt kommen nämlich die Runden, wo wir jetzt richtig Monka essen werden, wo wir richtig, ne? Die werden wir jetzt alle verlieren, die Runden. Und jetzt müssen wir einfach prayen, dass wir gleich ordentliche Einheiten bekommen. Wir haben immerhin nicht den Druck, dass wir jetzt hochleveln müssen, aber wir... Oh Mann, Assassins, ey, ich schwör, ey. Ich schwör, jeder, der von euch Assassins spielt, der ist einfach ein kompletter Lappen, ey. Das ist super einfach zusammenzukriegen und super stark. Super stark. So, wir können eine Runde ausruhen. Wir müssen gucken. Also, Transition into Glacial ist gerade so ein bisschen das Ding. Brawler Glacial, allerdings haben wir noch überhaupt keinen Volibear bekommen. Swain brauchen wir, glaube ich, nicht. Tschüss. Wir gehen hier auf 11 Gold. Wir versuchen nochmal eben ein bisschen Cash reinzuholen. Ash brauchen wir unbedingt. Unbedingt. Volibear wäre geil. Ich meine, wir haben auch kein gutes Board. Klar, muss man ehrlich sagen. Aber für alle anderen hat es gereicht. Und wir wissen es nicht. Ich habe halt keine... Ich krieg gerade kein... Ich krieg kein Draven. Noch keinen gesehen. Kein Volibear gesehen. Ne, ist gerade schwierig. Gerade ein bisschen am Schwitzen. Klar, wenn du... Naja, okay, das ist Quatsch. Ich wollte sagen, je höher du levelst, umso niedriger ist natürlich die Chance, dass du dann zum Beispiel keine... bestimmte Einheit nicht mehr bekommst. Wie zum Beispiel Darius, ne? Deswegen... Sammle ich auch kein Darius. Alter, wir sind auf jeden Fall im Bogenladen. Aber Draven ist die Chance ja eigentlich jetzt sehr hoch, dass wir ihn kriegen. Oder Volibear. Mit Level 8. Also wir haben echt coole Items, aber ich weiß nicht, was wir machen damit, Alter. Ich weiß es nicht. Okay. Sejuani haben wir. Du bist jetzt erstmal raus. Draven sieht gut aus. Draven geht jetzt erstmal drauf. Du gehst runter, ist zwar nur ein T1 Draven, aber da sag ich erstmal nicht nein. Sag ich da. So. Volibear.
Stufe 1 Volibear ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, wenn wir ehrlich sind, aber wie viele Glacials haben wir? 2. 1, 2. Wir haben 4 Brawler. Wir könnten Sugar erstmal runternehmen. Der wird direkt sterben, der Draven. Leider. Obwohl, Sugar ist noch in seiner Nähe. Vielleicht kann er ein bisschen Damage machen. Ein bisschen Erdblutdürster. Komm. Do it. Oh, jetzt kommt Pike dazu. Do it. Do it. No, er wurde nicht gestunt. Oh, Draven. Draven. Wir haben halt auch immer noch 12.000 Items, ne? Das ist nicht schlecht. Wir haben halt nur einen Stufe 1 Carry. Das ist ein bisschen schlecht. Und wir sind halt 2 Level über diese Assassin-Spieler. Oh, geil. Okay, jetzt sind wir richtig im Struggle, Leute. Scheiße. Weil, eigentlich wollte ich mir jetzt einen Volibear-Carry machen. Wenn wir ganz ehrlich sind. Aber... vielleicht auch eine Ash? Alter, ich habe keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall... wir packen jetzt den Braum ganz hinten in die Ecke rein. Und in die andere Ecke kommt, Rek'Sai. So. Scheiße, ich muss jetzt auch irgendwas... Phantom Dancer wäre nicht schlecht. Hier, du kriegst jetzt erstmal Phantom Dancer. Und jetzt kriegst du eine Rapid Fire. Und nochmal eine... ein Sieg ist hier? Weiß ich nicht. So, wir müssen jetzt... wir haben ja noch ein bisschen Leben. Wir bräuchten Volley auf 2, das wäre echt geil. Sieht schlecht aus. Aber wir haben auch viele Stufe 1 Einheiten. Aber wir müssen jetzt echt langsam gucken, dass wir was kriegen. Habe ich noch 4 Brawler? Nee, ich habe die Brawler, einen Brawler zu viel runtergenommen. Die Frage ist halt, Draven würde ich verkaufen? Wenn wir... wir haben halt kein Gold. Das ist das Problem gerade so ein bisschen, ne? Okay, Shogard. So, Brawler. Brawler muss auf jeden Fall drauf. Tun wir erstmal ihn runter. Ja, Volibear ist auch nicht ganz turbonützlich. Mist, Mann. Die Transition passt gerade nicht. Aber immer diese Assassin-Spieler, die regen mich auch einfach auf. Die regen mich auch einfach auf. Komm, ich brauche noch einen Volibear. Give it to me. Aber das ist okay. Wir müssen auch so ein bisschen bei den anderen gleich gucken, wie die bauen. Ash, mach einen geilen Fall. Mach einen geilen Fall. Draven lebt auch noch. Mach einen geilen Fall. Komm, wir schaffen das. 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 Draven, mach mal eine geile Äxte jetzt. Oh, dieser Eissturm sieht gut aus. Das tut ihm jetzt auch weh. Bis hier. Bleh, sehr schön. Genau bis da. Perfekt. So, das Problem ist klar, ich cash jede Runde Turbo hart rein. Was brauchen wir für Items? Warte mal, was habe ich dem Volley jetzt gegeben? Ich glaube, eine Armor? Scheiße, wo bin ich denn? Ich muss schnell gucken. Eine Armor. Armor plus Gürtel? Ne, Armor und Attack Speed? Ne, scheiße. Ah, was ist denn? Ah, das ist Phantom Dancer. Armor und Magier-Sense ist Disarm. Ja, machen wir Disarm. Ich weiß nicht, ob das worth ist, aber... Shrink Braid wäre Magier-Sense gewesen, aber Magier-Sense gegen Assassins ist auch nicht so gut. Ich brauche jetzt aber auch unbedingt einen Volley und noch und oder einen Draven. Sollen wir den runterschmeißen und Swain draufpacken? Wir haben halt 2er Knight-Bonus. Also die Frage ist, ob der worth ist. Wir packen mal. So. 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 Frage ist, ob wir hier Braum verkaufen. Wir sind ja noch nicht komplett Turbo-Struggle. Wir haben ja noch ein bisschen Leben. So, der Assassin springt hier. Die Frage ist, kommt er zum Ulten? Ja, okay. Ist nicht die beste Ult, aber es ist eine Ult. Draven lebt noch ein bisschen. Volley kann jetzt auch. Er hat zwar nur Stufe 1, aber er kann disarmen. Er kann disarmen. Da ist man disarm. Ja, reicht nicht. Assassin-Spieler! Und Leute, jeder, der sagt, das ist nicht stark, das ist wirklich, jeder spielt Assassin gerade. Wirklich jeder. Es ist einfach so. Es ist zu stark. Ich brauche jetzt unbedingt Draven oder Volley. Unbedingt. 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 So, okay. Braum wäre auch cool, aber dann hätten wir auch 4 Glacials, aber ich muss mich gerade entscheiden zwischen 4 Glacials oder... wir könnten alles Ash geben. Ist die Frage, ob das worth ist. Weiß ich nicht. Irgendwie müssen wir das umstellen hier, oder? Shit. Kann sein, dass wir jetzt sterben. Er ist Level 9, aber er ist ein anderes, ist gar kein Assassin-Spiel. Jetzt haben wir ein Problem. Mein Draven steht vorne. Kleines Problem ist da. Ganz kleines Problem.
Volley Stufe 1 ist auch ein kleines Problem. Aber Draven, komm, Draven. Geiler Knock-Up. Sehr geiler Knock-Up. Do it, Draven. Do it. Ja, mit Rapid Fire ist auch eigentlich geplant, dass er in die Mitte, in die Ecke kommt, ne? Aber okay, gegen ihn reicht es. Guck mal, er ist Level 9, ne? Aber er hat halt nur Dreck. Ich brauche unbedingt jetzt einen Volley, bitte. Okay, hier können wir den da hinstellen, den können wir hier hinstellen, den können wir da hinstellen, den können wir hinstellen, den können wir hinstellen, den können wir hier hinstellen, den können wir da irgendwo hinstellen, ist egal, da. Da, den stellen wir hier hin. So, wir cashen, ich glaube, also ich würde super gerne Braum aufs Feld bekommen. Der wäre echt nett gegen die Assassins. Aber, wie? Ich müsste Draven runterschmeißen oder Darius. Keine Möglichkeit. Oder halt aufleveln. Er hat einen Infinity Edge. Oh, scheiße. Das kann ich niemandem geben. Wir könnten jemanden Sieges geben. Ist die Frage, wie unsere Aufstellung dann aussieht. Müssen wir gleich mal gucken. Müssen wir wahrscheinlich so oder so jetzt aber machen. Er kriegt Sieges. Okay. Infinity. Das wäre natürlich jetzt auch lecker gewesen, aber it's too late. Too late, too late, too late, too late. So, okay, jetzt müssen wir schnell schauen. Also, Siegesformation. In die Ecke, in die eine, er kommt hier, in die eine Ecke muss Blitz, Sugart kommt hier rum, er kommt, in die Ecken kommen jeweils welche, die mir egal sind, sind wir ehrlich. So. Perfekt. Ich würde sagen, das ist perfekt. Jetzt noch, ja, das wäre echt lecker gewesen, aber later, later. Machen wir es so ungefähr. So. Das ist die Formation. Das ist die Formation Fuchsstreich. Ah, Volley muss... Volley... Na, ja, okay, es ist wieder der Dude. Es ist wieder dieser Dude. Das Beste, was wir jetzt machen könnten, wäre für ein Level abzugehen. Wir können keine Einheit mehr auf Stufe 3 bringen oder so. Und auf 2 haben wir so alle. Das Beste, was wir jetzt machen können, falls wir diese Runde überleben, sieht aber sehr gut aus. Nice Freeze und Ult kommt von Sugar Play auch noch. Können wir ja, Level Up. Ist das Beste, was wir mit Legend machen können. Falls wir noch was machen können. Da könnten wir auch Braum drauf kriegen, potenziell. Wir können natürlich die Brawler unterwegs jetzt einsammeln. So, wir können natürlich auch mal bei den anderen gucken. So, seine Assassins. Er springt zum Beispiel nach dahin und diese springen nach dahin. Das heißt zum Beispiel, einer mit Magieresistenz wäre hier besser. Was ich mit meinem Volley noch machen wollte, ist... So. Denn die Assassins, nachdem die gekillt haben und die gekillt haben, gehen die natürlich auf die beiden eventuell. Und deswegen soll Volley nicht direkt angegriffen werden. Volley soll schön Zeit haben. Und Ash ist natürlich hier zwischen. Ja, Hater würden sagen, Tui, was ist das für eine Aufstellung? Hier ist natürlich das Problem, dass Volley hier schlecht steht. Gegen ihn steht er schlecht, aber er ist auch relativ bad. Vielleicht reicht das auch so. Wobei, wenn Volley jetzt direkt stirbt, könnte es sein, dass es nicht mehr reicht. Komm, mach einen geilen Freeze. Mach einen geilen Freeze. Es könnte sein, dass wir jetzt verlieren. Tatsächlich. Draven. Geiler Knock-Up. Geiler Knock-Up. Draven. Das Ding ist, er ist halt Yordle-Spieler. Ich habe halt, glaube ich, 2 Rapid Fires, ja. Na, Rapid Fire, größer Jorde. Ist einfach so, wie es ist, Leute. Was soll man da sagen? Was soll man da sagen? So, Yasuo Warwick. Warwicks. Also gegen den einen Dude ist es halt legit knapp, aber der Assassin, wenn ich gegen den Assassin verliere, bin ich tot. Gegen ihn, ja, müssen wir vielleicht so machen. Könnte aber sein, dass die Assassins danach direkt auf Volley gehen, aber das muss ich riskieren. Es ist halt... Guck mal. Ich werde jetzt haten, aber... Assassin-Spieler, wie stellen sie ihre Einheiten aufs Board? Scheißegal. Einfach alle in eine Reihe stellen. Einfach alle in eine Reihe. Völlig egal. Davor 2 Void-Tanks. Okay, jetzt kommt es drauf an, Leute. Wobei ich glaube, es ist ein bisschen Bug. Er hat keinen Assassin-Bonus, glaube ich. Wenn der... Oh, geiler... Draven, bitte, 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 Draven, bitte. Bitte, sei nicht AFK! Danke. Er hat aber auch keinen Assassin-Bonus, muss man sagen, Leute. Irgendwie, wenn der Boss nicht dabei ist, haben die irgendwie... Ich weiß nicht, ob das verbuggt ist oder gewollt ist, aber sie haben keinen Assassin-Bonus. So, was brauchen wir? Attack Speed wäre cool für Ash. Ich glaube, Attack Speed einfach. Oder ein Spear of Sojourn sogar. Aber ich glaube, Attack Speed wäre legit besser, oder? Oder? Ja. Einfach, damit sie ein bisschen schneller schießt, oder? Hätte ich gesagt. Ja, Assassins ist scheißegal, wie sie ihre Einheiten aufs Board stellen. Also nicht, man kann schon ein bisschen was machen, aber ne, bei mir seht ihr, ich muss da irgendeine Aufstellung machen. Und nur gegen Assassin musst du so eine komplette verrückte Aufstellung machen, dass du gegen alle anderen intest, ne? Ist halt, ne, also rein theoretisch, wenn dieser Dude hier ein bisschen besser wäre, diese hier, würde ich gegen ihn inten. So mit meiner Aufstellung, ne? Ash direkt vorne ins Gesicht und der Carry auch. Aber gegen ihn muss ich halt so stellen.
ist halt komplett kernräudig. Können wir fürs Level abgehen? Glaube nicht. Eigentlich müsste Ash halt auch in die Siegesline rein. Aber kann, wenn ich Ash nach hinten packe. Hier ist jetzt Platz für drei Assassinen. Das heißt, drei Assassinen springen da auch hin. Eventuell. Spielt er gerade gegen mich? Ne, die spielen gegeneinander, oder? Ist das, bin ich das? Ne. Dann springen da auch drei Assassinen hin. Und ich will, dass da so viele Assassinen wie möglich hinspringen. Wenn ich jetzt Ash dahin packe. Also es ist schwierig. Es ist schwierig. Okay, der eine ist jetzt raus. Das heißt, wir haben nur noch den Assassin Boy. Er ist Level 8. Ich bin Level 8. Wir können bald fürs... Wir können... Alter. Machen wir, oder? Ja. Braum. Das heißt, Braum kommt in die Ecke. Jetzt könnten wir überlegen, so zu machen, so zu machen. Könnte man. Wir könnten auch Draven in die Mitte stellen. Könnte man. Wir müssen auch gucken, wie er seine Einheiten stellt. Ihm ist es egal, er verstellt sie einfach überhaupt nicht. Ich glaube, das ist legit end. Ich muss das so machen. Ich glaube, never change a system of who is running. So, Braum wird jetzt die Aggro. Das Problem ist, Pike wird hier angreifen und hier durchspringen. Oder da so, oder hier so. So, Draven ist auf jeden Fall... Ja, das ist so dumm mit dem Pike! Ist dann direkt, aber komm. Draven steht perfekt, Leute. Er steht very perfekt. Very perfekt. Und er klärt, Leute. Er ist der Klärer. Er kriegt jetzt Turbo-Damage. Einmal noch so. Und dann ist perfekt. Ne, aber ich mach die ganze Zeit dies, das, umstellen, so, Gedanken, eher so. Er guckt wahrscheinlich noch, keine Ahnung, Pornhub nebenbei. Was ist das? Night oder Glacial? Night. Was soll ich mit Night? Was soll ich mit Night? Ich will jetzt meine Aufstellung nicht. Ich will, das wird schon klappen, oder? So. Ach komm. Hier. So. Turbo viele Nahkämpfer. Ich weiß gar nicht, was kann der Drache? Der Herald, der charged, der eine Drache macht AOE, der macht, glaube ich, auch AOE und einfach super viel Damage. Er ist halt Knight, das bringt mir überhaupt nichts. Wobei, naja, so ganz schlecht ist es nicht. Ist besser als Glacial sogar. Ich werde euch gleich auch sagen, warum das so ist. Weil wir E4 Glacials haben. Das heißt, ob ich jetzt 5 habe oder 4. Also ich meine, okay, mehr Glacials ist mehr Glacials, ne? Jetzt muss ich erstmal kurz aber umstellen. Mehr Glacials ist mehr Glacials. Jetzt weiß ich nämlich nicht, wie ich das hatte. So ungefähr, glaube ich. Wir lassen das einfach. Das Ding ergibt wenigstens noch schön Armor. Das sind, eigentlich müsste das noch 40 geben. 20, die hat jetzt... Die müsste jetzt 60 haben. Nice. Armor ist Armor, Leute. Was soll man da sagen? Das Problem ist, dass... Guck mal, er stellt auch nichts um. Ich bin ein Assassine. Umstellen! Do it! Draven! Jetzt springt gleich der Pike. Oh, Pike intet, Pike intet! Pike intet! Oh, geil! Draven! Draven! Draven? Draven, 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 Draven? Alter, töt jetzt die Akali. Warum ist sie so tanky, bitte? Ah, der stirbt noch nicht. Nein! 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 Ganz ehrlich, er ist aber auch. Man kann als Assassine schon was machen. Du kannst sehen, okay, hey, wo soll mein Akali hinspringen? Soll sie da hinspringen? Soll sie da hinspringen? Du kannst sie auch sogar nach ganz vorne stellen, dann springt sie überhaupt nicht. Aber Assassinen-Spieler spielen einfach. Das ist, als wenn jemand. Als wenn ein Goldspieler Malz abused und so gut das abused, dass er ein Diamant ist. Das heißt, sein Malz ist zwar irgendwie gut und er kommt klar, aber er ist einfach kackenbad. Was soll man denn sagen, Leute? Er ist einfach ein Noob-Lord. Ja, Tobi bei Tactics Platino 4, Leute, meine Freunde. Welcome, welcome, welcome. Es geht bestimmt auch noch höher. Jetzt also an alle Hater. Also es geht definitiv höher. Es ist aktuell einfach nur eine Sache, wie viel man spielt, ja. Also ich bin ja stetig geclimbt, ist jetzt nicht so, dass ich stuck in Gold 1 war und jetzt ewig getried habe, sondern ich bin am Climben, ja. Ich climbe, wir sind Platino 4, welcome, sagt man, manchmal sagt man auch schmelke, schön, welcome, ja, merci beaucoup, auf Wiedersehen, tschüss, rau.